Car Game. Dieses Mal wollte ich euch mal die Sneak Peek davon zeigen. Und die Sneak Peek ist eigentlich nur eine kleine Technik-Demo, ne? Man sieht hier, sie haben sie inzwischen auch mit KI vollgestopft. Also die KI fährt hier auch durch die Gegend und fährt sich schon mal schön in der Karre. Das ist aber hier eigentlich jetzt nicht so wichtig. Wichtig ist, sind diese Sachen, die man hier so sieht. Moment, wenn man sie denn sieht. Sowas wie das hier. Ne, diese Spinne, wo ich jetzt gleich mal drunter fahren werde. Und ihr seht auch schon an meinem Auto. Und die Verformung und Beschädigung ist um einiges anders als zurzeit im richtigen Spiel. Vielleicht fahren sie ja beide noch mit rein, dann kann man ihn richtig schön sehen. Bums. So. Dann wird das Auto nämlich dementsprechend behandelt. Kein Problem, geht noch. Vielleicht können wir ja nochmal. Schade, unsere Reifen hängen leider hinten in der Luft. Ja, ne? So sieht das aus, wenn so eine Megaspinne auf so ein Auto getreten ist. Ums, jetzt kriegt er nochmal eine mit. Schade, immer noch kein Reifen berührt den Fußboden, aber ihr seht ja. So, sowas nenne ich mal ein bisschen hier Verformungsmodell, ne? Wir können das Ganze natürlich hier schnell wieder reparieren. Also mal gucken, ob wir hier rauskommen. Aber geschafft, ja, und hier ist halt noch so einiges an Spielzeug. Ich versuche mal in so einen Trichter da oben reinzufliegen. Ja, schade. Leider hinten runtergefallen. Und so sieht es dann aus, wenn das Auto ein bisschen runtergefallen ist. Die Seite geht noch. Die Seite ist ein bisschen mehr beschädigt. Okay, jetzt hat er die beiden Seiten angeglichen. Ein wenig. Aber ihr seht schon, ne? Das ist halt so das, weswegen man das am Anfang auch gekauft hat und wo es halt mal hingehen soll. Denke ich doch mal zumindest. Ich habe gesehen, dass vor 3 Wochen oder vor 2 Wochen die Entwickler einen Comment irgendwie in einem Steam-Forum verfasst haben, dass sie eigentlich nach 2 Wochen schon wieder jetzt einen neuen Patch bringen wollten. Der ist aber immer noch nicht da. Also denke ich mal, ja, sie werden sicherlich weiterhin daran arbeiten. Wir wollen uns hier mal versuchen, so ein... Wir fahren mal in diese lustige Maschine hier rein. Mal gucken, was dann passiert. Okay, das ging ja noch. Vielleicht haben wir irgendwas sogar lustiger drin eingequetscht werden können. Fahren wir hier so rein. Ja. Ne? Na komm, beweg dich. Nein, okay. Will nicht mehr. So, und jetzt suche ich nochmal hier nach der Kanone. Los. Häng irgendwie fest. Die Kanone ist da hinten. Hier ist halt alles mögliche Zeug aufgestellt, ne? Auch wieder hier von wegen. Brückenpfeiler kaputt machen oder so, ne? Verschiedene Betongegenstände gegenfahren. Dann sieht das Auto auch normalerweise so aus und nicht wie in meinem kleinen Let's Play von gestern, wo sich gerade mal die Motorhaube so leicht verformt hat. So, jetzt wollen wir noch einmal hier richtig schön abschießen lassen. Ums. Hat sich ein bisschen überschlagen. Aber für einen Abschuss sieht es noch ganz gut aus eigentlich. Aber ihr seht schon, ne? Das Ding ist richtig schön zerdrückt. Und das, darauf hoffe ich halt, ne? So soll das mal im fertigen Spiel werden. Im Multiplayer. Am besten auch. Was ich nicht glaube, dass es jemals so wird im Multiplayer. Aber selbst der Singleplayer wird mir so Spaß machen. So, mit diesem durch die Fässer gefräse mache ich mal Schluss mit dieser kleinen Demo und hoffe, ihr seid um einiges mehr
auf das Spiel angefixt worden, sage ich mal, ne? Denn das wird richtig cool. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi.